In diesem Video wird gezeigt, wie man eine IP-Kamera anschließt. Dazu einfach Stromversorgung herstellen und die IP-Kamera per Netzwerkkabel mit dem Router verbinden. Dann die CD einlegen. Auf der CD befindet sich eine Software, die meistens sowas wie Device Manager, IP Search, IP Finder oder so heißt, mit der man die IP der Kamera herausfinden kann. Manchmal muss man die installieren, wie jetzt in diesem Fall. Manchmal kann man die einfach direkt öffnen von der CD. Die Software zeigt dann zunächst eine leere Liste, dann klickt man einmal auf IP Search und dann wird nach Kameras im Netzwerk gesucht. Die Kamera wird dann hier gefunden und auf Webbrowse kann man sich das Ganze anzeigen lassen. Sollte die Kamera nicht im Browser erscheinen, dann müssen Sie die IP-Adresse anpassen und zwar so, dass die Kamera im gleichen IP-Bereich liegt wie Ihr Router und Ihr PC. Die Kamera wird in der Regel im Internet Explorer geöffnet. Je nach Kamera muss man dann noch ein ActiveX-Plugin ausführen lassen. Im Video sieht man jetzt das Live-Bild der Kamera. Diese und andere IP-Kameras können Sie auf www.alarm.de erwerben.